Also im heutigen Video werde ich mit euch gemeinsam dieses Bild hier erschaffen und das Besondere daran ist, dass ich nur 4 Acrylfarben genutzt habe. Ihr könnt das Tutorial gerne Schritt für Schritt mitverfolgen. Ich habe euch die Vorlage in die Infobox gehauen. Ihr dürft aber auch gerne eure eigene Vorlage raussuchen und einfach nur die Tipps generell anwenden, denn es sind generelle Tipps, aber sie sind natürlich vor allem auf dieses Bild bezogen. Das heißt, wenn du noch ganz am Anfang stehst oder dir unsicher bist, würde ich dir dieses Bild empfehlen. Ich werde jetzt die Materialien aufzählen, mit denen ich das Bild hier gemacht habe. Das sind einmal 2 Pinsel. Ich habe einen kleinen und einen großen Pinsel. Welche, von welcher Marke, das ist egal. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl mit dem Pinsel. Dann natürlich eine Leinwand oder ein Panel. Da kannst du auch schauen, was dir am meisten zusagt. Ich nutze heute tatsächlich eine Leinwand von Teddy, einfach um zu zeigen, dass man wirklich auch mit sehr billigen Leinwänden schön arbeiten kann. Die hat 1 Euro gekostet und hat die Maße 18 x 24 cm. Dann nutze ich natürlich einen Bleistift. Hier habe ich einen ganz normalen B-Bleistift. Und Papier. Hier könnt ihr jedes Papier nutzen, denn es wird nur ein Schmierblatt sozusagen sein und dort wird nicht das finale Kunstwerk drauf entstehen. Also ja, da braucht ihr kein besonderes Papier. Da reicht Druckerpapier sogar. Und kommen wir nun zum Wichtigsten, die Farben. Wir werden heute nur 4 Farben nutzen und das ist meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann am Anfang, aber auch wenn man etwas fortgeschrittener ist. Denn wenn ihr viel mischen müsst, werdet ihr auch die Farben immer etwas besser verstehen und ihr werdet einfach besser im Mischen. Und ihr seht richtig, da ist kein Schwarz bei. Wir werden heute kein Schwarz nutzen. Ihr könnt natürlich ein Schwarz dazulegen, wenn ihr krasse Kontraste mögt, aber ihr braucht das nicht. Das Einzige, was ihr braucht, sind in diesem Fall ein Weiß. Ich habe jetzt Titanweiß. Ein schönes, volles Rot. Ich benutze hier Zinnoberrot. Ein einfaches Gelb. Ich benutze hier die Primärfarbe Primärgelb. Und zuletzt nutze ich ein mittleres Blau, in diesem Fall Ultramarinblau. Ein paar Extras, die ich in diesem Video nutze, aber die ihr nicht braucht, sind einmal Transferpapier, um die Skizze auf die Leinwand zu übertragen. Wenn es soweit ist, erkläre ich euch auch eine billigere Möglichkeit mit den Sachen, die ihr bereits habt, also wie ihr damit übertragen könnt. Also ihr braucht es nicht, es ist nur etwas einfacher und schneller und spaßige. Und Varnish, um das Bild einmal komplett zu sealen, um es zu schützen vor Außeneinwirkungen, aber auch um die Farben insgesamt etwas gleichmäßiger und intensiver wirken zu lassen. Aber gut, genug dazu. Ich fange jetzt mit dem Tutorial an, also switche ich zu VoiceOver Shania. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen, ich hoffe, es wird euch helfen und viel Erfolg! Zu Beginn werde ich die Leinwand primen. Dafür packe ich sie natürlich aus und bestreiche sie entweder mit Primer oder in unserem Fall einfach mit einer Acrylfarbe. Ich habe mich jetzt hier für Weiß entschieden. Hauptsache, da ist schon Farbe auf der Leinwand drauf. Denn mit dieser zusätzlichen Schicht Farbe hat man am Ende etwas weniger von dieser typischen Leinenstruktur drin. Die Farbe haftet viel einfacher und lässt sich auch viel einfacher verteilen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie etwas länger feucht bleibt, was natürlich für Übergänge unheimlich schön ist. Also ja, zuerst eine weiße Schicht auftragen. Während die Acrylfarbe trocknet, schnappe ich mir dann einen Block. Wie gesagt, schnappt euch hier einfach ein Schmierpapier und haut eine Linie in die Mitte. Wie auch bei meinem letzten Tutorial sind die Schritte relativ gleich, aber ich wiederhole sie dennoch gerne für euch. Schadet ja nicht, es nochmals zu hören. Also, ich halbiere die Linie und genau in der Mitte mache ich eine kleine Markierung hin. Hier kommen die Augen hin. Die untere Hälfte halbiere ich nochmal. Dort kommt die Nase hin und das Viertel darunter drittel ich und im obersten Drittel mache ich noch eine Markierung. Dort kommt der Mund hin. Weiter mache ich mit 2 Linien, die ungefähr die Breite der Nase einschätzen sollen. Das handhabe ich komplett Pi mal Daumen. Also ich schätze einfach nur. Und von hier aus kann man ziemlich einfach den Rest des Gesichts hinzuberechnen sozusagen. Zieht man diese Markierungen nämlich hoch bis zu der Augenlinie, dann weiß man ganz genau, wo das linke und das rechte Auge jeweils anfangen. Und genauso breit wie die Nase sind auch die jeweiligen Augen in etwa. Als nächstes mache ich wieder ein paar Markierungen, die ungefähr anzeigen sollen, wo die Augen anfangen, enden und das Augenlid, die Augenbrauen. Hier könnt ihr selber komplett einschätzen, wie genau ihr das machen wollt und wie sehr dieses Bild am Ende so aussehen soll wie die Vorlage. Am wichtigsten ist einfach, dass ihr euch merkt, dass diese Schritte hier am Anfang sehr grob sein müssen und ihr kein fertiges Gesicht zeichnet. Die Mundwinkel gehen über die Breite der Nase hinaus und ich persönlich habe bemerkt, dass sie meistens bei einem Drittel der Augen enden. Sobald ich all diese Markierungen habe, fange ich erst an, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, aber auch dieser zweite Schritt ist relativ grob. Für die Nase mache ich erstmal einen Kreis, dort wo die Nasenspitze ist, das schätze ich auch einfach ab. Und dann füge ich das Nasenbein hinzu, indem ich so eine Art Thaddäus-Nase daraus mache.
auch die Lippen deute ich jetzt langsam an, indem ich diese Markierung der Mundlinie als Mundöffnung nutze und darüber und darunter wieder schätzungsweise einzeichne, wo die Lippen enden. Die beiden Hügelchen, die meisten Menschen auf der Oberlippe haben, die befinden sich auf der gleichen Höhe wie die Nasenlöcher. Und dahinter erst gehen die Spitzen runter zu den Mundwinkeln. Das ist nicht unbedingt so für alle Münder, aber für die meisten und auch für die Lady in diesem Bild. Und ich kann nicht oft genug sagen, das ist alles nur grob. Versucht nicht, einen kompletten Mund hier hinzuzeichnen, sondern macht eher eine halbierte, gestretchte Raute. Für die Augen mache ich ähnliche Formen wie für den Mund, also so gestretchte Sechsecke. Hier werde ich immer schon ein bisschen genauer, also das Augenwärzchen male ich schon so ein bisschen abgerundet rein, einfach da die Augen meiner Meinung nach richtig definieren, ob alles funktioniert oder nicht. Und von dort aus mache ich dann weiter mit den Augenbrauen. Es tut mir leid, wenn ich hier so ein paar generelle Fakten überspringe. Ich kann gerne ein ausführlicheres Video machen, wenn ihr wollt, aber ich möchte dieses Video relativ knapp und auf den Punkt gebracht halten. Wenn ihr mehr Tipps zu Augenbrauen oder Augen, Nase, Mund, sonst was haben wollt, dann verlinke ich euch gerne oben rechts in der Ecke meine Playlist mit Tutorials. Da gehe ich ganz genau auf jedes Feature vom Gesicht ein. Sobald ihr damit fertig seid, würde ich euch ein wenig Abstand vom Bild empfehlen. Also macht euch einen Kaffee, einen Kakao, einen Tee und kommt dann nach einer Viertelstunde wieder zurück und schaut euch das Ganze mal an. Und ganz objektiv, ich weiß, es sieht komisch und hässlich aus, aber funktionieren die Proportionen? Ich zum Beispiel habe nach der Pause bemerkt, dass die Augenbrauen viel zu hoch sind, also habe ich sie etwas runtergezeichnet. Also ja, das hier ist das Fundament deiner Zeichnung. Wenn das nicht sitzt, sieht das Endergebnis schlecht aus, also nimm dir so viel Zeit wie möglich hier. Um das Gesicht einzuzeichnen, mache ich einige Punkte, die ich am Ende miteinander verbinde. Und um herauszufinden, wo diese Punkte sind, nehme ich mir einfach Stellen im Gesicht, die ich bereits eingezeichnet habe, wie zum Beispiel den Augenwinkel, Nasenflügel, Mundwinkel, und schaue, wie weit auf der Vorlage der Rand vom Gesicht von diesem Punkt entfernt ist. Ich messe hier am liebsten mit meinen Fingern, also ich schaue, wie viele Finger passen zwischen dem Ende vom Gesicht und dem Nasenflügel, und das übertrage ich auf meine Zeichnung. Und auch hier wieder, ich werfe einen objektiven Blick drauf. Ich bemerke, dass das Gesicht an den Seiten ein bisschen zu breit ist, also verbessere ich es. Als nächstes sind die Haare dran und die Haare, die haben ein gewisses Volumen, also fangen die nicht direkt oben auf dem Kopf an, sondern ein Stück darüber. Hier könnt ihr selber aussuchen, wie viel Volumen ihr den Haaren geben wollt, denn Haare bestimmen nicht wirklich, ob man jemanden erkennt oder ob jemand realistisch aussieht. Also solange sie Volumen haben und nach den Gesetzen der Physik arbeiten, ist alles gut. Also ja, ich habe jetzt diese Markierung gemacht, wo die Haare ungefähr sind, und versuche mich einfach ungefähr in der Vorlage zu inspirieren, aber hier muss nicht jedes Haar genau gleich fallen. Wenn es ungefähr passt, dann reicht es schon. Also keiner wird sagen, dass sie euer Familienmitglied oder den Star nicht erkennen oder nicht mal einen Menschen da drin erkennen, wobei eine Locke anders fällt. Und jetzt fängt der schwierige Teil an. Jetzt müsst ihr nämlich ins Detail gehen. Ihr habt jetzt diese Bereiche, in denen sich die jeweiligen Gesichtsmerkmale befinden, und innerhalb dieser Bereiche könnt ihr jetzt anfangen zu arbeiten. Alles, was wir bisher gemacht haben, ist sozusagen nur ein Grundgerüst für die Proportionen. Denn ich glaube, ich spreche für alle, dass es absolut grausam ist, wenn man ein komplettes Porträt zeichnet und am Ende bemerkt, dass das Auge, wofür man jetzt 3 Stunden gebraucht hat, etwas zu weit rechts angebracht wurde oder hingezeichnet wurde. Auch hier werde ich nicht auf alles eingehen, aber ich blende hoffentlich ausreichend ein, damit ihr vielleicht so ein paar kleine Hinweise aufschnappen könnt. Ansonsten, wie gesagt, habe ich viele Tutorials. Noch ein kleiner Hinweis, diese Skizze ist ja nicht das Endprodukt. Also es ist nur eine Skizze, die wir am Ende auf die Leinwand übertragen werden. Das heißt, ihr könnt hiermit machen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht aufpassen, was zu viel Radieren oder Rumschmieren angeht. Was ich zum Beispiel gerne mache, ist, ich baue Schatten ein. Denn wenn man einfach nur die Linien im Gesicht hat, ist es teilweise schwer zu erkennen, ob man die Person erkennt. Weil es eben etwas sehr Simples ist.
zweidimensionales ist und dein Gesicht dreidimensionales. Also baut mit einer Schraffur wirklich ganz simpel ein paar Schatten ein und dann fällt es euch auch schon viel, viel, viel einfacher zu erkennen, ob alles stimmt und gut aussieht. Plus, ihr könnt einige dieser Schatten auch direkt auf die Leinwand übertragen, was das Malen ein bisschen vereinfacht. Wenn ihr glaubt, dass ihr mit der Skizze fertig seid, würde ich euch an dieser Stelle auch nochmal empfehlen, ein wenig Abstand von dem Bild zu nehmen. Vielleicht sogar eine Nacht zu schlafen und am nächsten Tag nochmal einen Blick drauf zu werfen. Weil mit einem frischen Paar Augen werden euch vielleicht einige Fehler auffallen. Und wenn euch nach dieser Pause noch immer keine Fehler auffallen, dann könnt ihr anfangen, das Bild zu übertragen. Hierfür nutze ich Transferpapier, welches ich zwischen die Leinwand und dem Blatt Papier anbringe und mit der Hilfe eines Dotting-Tools drücke ich dann das Graphit vom Transferpapier auf die Leinwand. Hi, kleiner Hinweis hier, wie man übertragen kann ohne Transferpapier, was ich euch trotzdem wirklich empfehlen kann. Das kostet, glaube ich, nur 8 Euro für super viele Sheets und man kann die Sheets mehrmals nutzen. Also wirklich 10, 20, 30 Mal. Aber ich kann das verstehen, wenn nicht jeder von euch unbedingt dafür Geld ausgeben möchte, kein Geld hat. Also ja, man kann es auch tatsächlich ganz einfach mit der Skizze und einem Stift machen. Hier empfehle ich den weichesten Stift, den ihr habt, also 2, 4, 6, 8B. Und was ihr dann macht, ist, ihr dreht die Skizze einmal um und macht das hier. Also ihr malt die komplette Rückseite davon aus, von der Skizze. Wie gesagt, am liebsten mit einem weichen Bleistift, damit geht es etwas schneller und das Pigment gibt schneller ab. Das heißt, der nächste Schritt wird auch etwas einfacher, aber wenn ihr nur einen Bleistift habt, geht es auch damit. Was ihr als nächstes macht, ist, ihr fixiert die Skizze auf eure Leinwand mit so ein bisschen Tape. Und ihr fahrt einfach mit diesem Stift nochmal die komplette Skizze nach. Durch den Druck, der von oben auf das Papier ausgeübt wird, wird das Pigment, was sich unten auf dem Bild befindet, auf die Leinwand gedrückt. Und so kommt die Skizze am Ende auf die Leinwand drauf. Das ist alles. Letztendlich ist Transferpapier nur einfach ein Blatt mit sehr viel Pigment. Aber das Pigment könnte halt mit diesem Stift auch selber dahin hauen. Falls ihr irgendwelche Stellen vergessen haben solltet oder hinzufügen wollt, dann macht das einfach mit einem Bleistift. Okay, und jetzt muss ich ein wenig ausholen, denn wir haben ja nur 3 Farben oder 4, um genau zu sein, mit Weiß. Also glaube ich, ist es erstmal ein wenig Zeit für Farbtheorie. Also ihr könnt am Ende die Farben so mischen, wie ihr wollt, aber ich mache es am liebsten so. Zuallererst mische ich die dunkelste Farbe, die ich kreieren kann mit den jeweiligen 4 Farben, die ich habe. Und dafür nutze ich mein Rot, Gelb und Blau und mische sie im gleichen Verhältnis zusammen, bis daraus ein recht dunkles Braun wird. Dies wird die allerdunkelste Farbe sein, die wir heute nutzen werden. Dunkler wird es nicht werden. Die zweite Farbe, die ich mische, ist ein warmes Orange. Dafür nutze ich Gelb und Rot. Und diese beiden Farben sind die Farben, die wir am meisten nutzen werden heute. Das dunkle Braun und das warme Orange. Mit Hilfe dieser beiden Farben kann man schon unheimlich viele verschiedene Farbtöne erzeugen, indem man einfach unterschiedliche Anteile der jeweiligen beiden Farben zusammenmischt. Jetzt sind die Brauntöne, die wir allerdings erschaffen haben, ziemlich warm und immer noch recht dunkel. Also was machen wir da? Wir schnappen uns das Weiß. Mischt so viel Weiß da rein, bis ihr mit der Helligkeit zufrieden seid. Und indem man nun mal Weiß mit diesem Braun-Orange zusammenmischt, bekommt man ein Beige. Wenn du jetzt eine gute Hautfarbe erreicht hast, aber zum Beispiel ihre Wangen etwas rosiger machen möchtest, dann mischst du einfach ein bisschen Rot da rein. Das kannst du auch bei jeder einzelnen Farbe anwenden, um sie ein wenig wärmer und blutdurchflossener zu gestalten. Das war kein Wort, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr wollt, dass die Haut etwas neutraler und gelblicher wirkt, mischt ihr Gelb rein. Und wenn ihr findet, dass die Haut etwas kühler wirken sollte, mischt ihr Blau rein. Ich weiß, es fühlt sich komisch an, Blau in eine Haut einzumischen, aber tatsächlich sieht das am Ende nicht wie Blau aus, sondern eher wie ein
sehr mattes Braun und vielleicht fast ein Grau. Am Anfang wird es dir vielleicht ein bisschen schwer fallen herauszufinden, welche Untertöne oder generelle Haupttöne eine Haut überhaupt hat. Und da bin ich ehrlich, es gibt keine Geheimnisse, die ich euch vorenthalte. Ihr wisst jetzt alles, was ich auch weiß. Es ist nur eine Frage der Übung und ihr müsst so ein Auge dafür entwickeln. Und das erreicht ihr wirklich letztendlich nur, indem ihr sehr viel malt. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber sehr viel malen ist nun mal das, was uns Künstler gut macht. Aber gut, mischen wir nun die Hautfarbe der Person, die heute unser Model ist. Auch hier fange ich erstmal mit einem dunklen Braun an. Bei mir ist die Farbe jetzt etwas zu warm geworden, zu hell, deswegen füge ich noch ein bisschen Blau hinzu. Das könnt ihr immer gerne machen, so lange weiter mischen, bis ihr zufrieden seid. Weil wie gesagt, diese Farbe werdet ihr am meisten nutzen. Auch mische ich mein Orange und ich haue einen Klecks Weiß auf meine Palette. Aus den drei verschiedenen Farben erschaffe ich jetzt einen Mittelton, einen neutralen Mittelton. Ich würde dir empfehlen, so viel wie möglich Farbe anzumischen, damit ihr später nicht nochmal was anmischen müsst und versuchen müsst, die Farbe zu matchen. Aber da wir eben so wenige Farben nutzen, ist es nicht schwer, die Farbe noch einmal erneut zu rekonstruieren. Ich weiß, dass viele von euch da Angst vor haben, aber es ist wirklich nicht so schwer, wie ihr denkt. Vor allem bei einer so begrenzten Farbpalette nicht. Aus den Farben, die ich jetzt erschaffen habe, mische ich nun den mittleren Hautton von ihr an. Also sie hat ja in den Schatten eine relativ dunkle Hautfarbe, eben den Lichtflecken eine beinahe weiße Hautfarbe. Ich wähle aber jetzt erstmal das, was ich so in der Mitte von diesem Spektrum finde. Und das ist ein relativ helles Beige mit einem Hint von Gelb, aber es ist auch ein bisschen rosa. Also schnappe ich mir das mittlere Braun, welches ich gemischt habe, füge eine Menge Weiß hinzu und für das Gelb haue ich ein bisschen Gelb rein und für das Rosane haue ich noch ein zusätzliches kleines bisschen Rot rein. Mische so lange weiter, bis du zufrieden bist mit der Farbe. Aber verhaspel dich hier auch nicht, weil das hier wird erstmal die Base-Schicht sozusagen, wovon man am Ende nicht mehr allzu viel sehen wird. Das bedeutet, du nimmst diese Farbe und verteilst sie einmal komplett über ihrem Gesicht, also auch über ihre Augen, ihren Mund. Aber natürlich so, dass man die Skizze immer noch durch die Farbe erkennen kann. Ansonsten hat das ganze Übertragen ja irgendwie keinen Sinn ergeben. Diese Schicht musst du nicht machen, aber ich persönlich finde sie sehr angenehm, weil wenn du mal Stellen aus Versehen vergisst oder die Struktur der Leinwand einige weiße Flecken hinterlassen würde, hat man eben diesen Mittelton und das fällt nicht so dolle auf. Ich füge auch beim Untergrund gerne direkt schon die großen Schatten- und Lichtflecke ein. Dafür nutze ich diese herangemischte Farbe des Mitteltons und füge entweder ein bisschen mehr Weiß hinzu für die hellen Stellen oder ein bisschen mehr von dem ganz dunklen Braun oder dem mittleren Braun, je nachdem wie dunkel ich werden möchte, für die Schatten hinzu. Wenn du nicht zufrieden bist mit der Farbe, sobald du sie aufgetragen hast, dann ist das kein Weltuntergang. Denn das Schöne an Acrylfarbe ist, dass man immer und immer und immer wieder neue Schichten auftragen kann. Das heißt, wenn du glaubst, die richtige Farbe zu haben, trage sie einfach auf und wenn du dann bemerkst, ist vielleicht nicht optimal, dann misch sie einfach ein bisschen um auf der Palette und mal nochmal drüber. Das ist das Schöne an Acrylfarbe, warum ich es so dolle liebe. Man hat unendlich viele Versuche, um es perfekt zu machen. Vorerst sind Übergänge egal, aber ich erkläre es hier dennoch gerne, denn auch hier könnt ihr schon welche einbauen, wenn ihr wollt. Wenn ich einen Übergang zwischen einer dunklen und einer hellen Stelle erschaffen möchte, dann kombiniere ich zwei Methoden. Einerseits mische ich die helle und die dunkle Farbe zusammen auf der Palette, um einen perfekten Mittelton zu erzeugen und trage den genau bei der Schwelle auf. Andererseits mag ich es auch gerne in der Kombination mit dem ersten Trick zu Dry Brushen, also die Dry Brush Technik anzuwenden. Ich glaube, die heißt so. Was man da letztendlich macht, ist, man nimmt nur sehr wenig Farbe auf dem Pinsel und geht über die noch feuchte Farbe zwischen den zwei verschiedenen Farbtönen mit diesem trockenen Pinsel drüber, mit kleinen ruckartigen Bewegungen und fächert die Farben sozusagen ineinander. Vor allem, wenn du vorher diesen Mittelton aufgetragen hast, geht das überraschend einfach. Am besten ist es aber wirklich, wenn ihr es sehen könnt und nicht, wenn ich es verbal erkläre. Also versucht ein bisschen darauf zu achten, wie ich die Übergänge erschaffe im Laufe des Kunstwerks. Auch wenn ich merke, dass die Farbe auf dem Pinsel langsam weniger wird und ich eigentlich nochmal nachtunken müsste, nutze ich die verbliebenen Pigmente, um ganz leichte Schatten irgendwo anders im Gesicht anzubringen. Weil die Pigmente sind teilweise so wenig und
und so dünn, dass man eher eine transparente Schicht aufträgt und halt einen leichteren, dünneren, weniger dunkleren Schatten irgendwo anders erzeugen kann. Versuchen auch nicht zu viele Schatten oder Lichtpunkte bei der Nase, den Augen oder dem Mund zu machen, weil so wirst du am Ende nur die Skizze ein bisschen verstecken und wir werden da halt gleich nochmal ganz genau drauf eingehen. So, und so sieht die erste Acrylschicht bei meinem Gemälde aus. Es ist kein Meisterwerk, kein Kunstwerk, aber das ist in Ordnung. Ihr habt ja bereits am Anfang gesehen und ihr werdet auch am Ende sehen, dass die Roughness, die wir jetzt haben, ziemlich egal sein wird. So, und fangen wir jetzt an mit der Nase. Ihr könnt anfangen, wo ihr wollt im Gemälde. Aber da ich jetzt so viele verschiedene Hautnuancen angemischt habe auf meiner Palette, mache ich natürlich am liebsten weiter mit der Haut. Und die Nase ist ein relativ wichtiger Bestandteil des Gesichts und er besteht komplett aus der gleichen Farbe wie die Wangen, die Stirn, das Kinn. Also wir haben die Farben für die Nase bereits angemischt und müssen keine Weißtöne oder Blautöne für die Augen anmischen oder keine Rottöne für die Lippen. Ich glaube, der wichtigste Tipp, den ich bei Acrylfarbe geben kann, ist, wenn du ins Detail gehen möchtest, dann bleib genau dort, wo du bist. Also wenn du jetzt wie ich mit der Nase anfangen möchtest, dann mal so lange an der Nase weiter, bis sie so ziemlich fertig ist. Du kannst natürlich im Nachhinein noch ein paar kleine Schatten oder Lichtpunkte hinzufügen, aber versuch sie erstmal so gut wie möglich beim ersten Mal hinzubekommen. Denn Acrylfarbe trocknet sehr schnell. Und sobald die Farbe trocken ist, kann man nicht mehr wirklich viel mit ihr anfangen. Dann bleibt sie halt genau dort liegen, wo du sie aufgetragen hast. Wenn sie allerdings noch ein bisschen feucht ist, kannst du viel einfacher Übergänge erschaffen und schöne Verläufe erzeugen. Mit dieser Taktik, die ich euch vorhin gezeigt habe. So kannst du so eine Art patchige, fleckige Struktur am besten vermeiden. Pack auch gerne relativ viel Farbe auf dem Pinsel und auf die Leinwand, denn umso mehr Farbe da ist, umso länger bleibt es natürlich auch feucht. Ihr könnt, um die Feuchtigkeit beizubehalten, auch gerne eine Sprühflasche nehmen und Wasser drauf sprühen. Ich persönlich mache das nicht so gerne, aber ich kenne viele Leute, die das machen und auch empfehlen. Ich persönlich habe aber noch nicht so die besten Erfahrungen damit gemacht. Und ja, das gleiche Prinzip nutze ich jetzt auch bei den Augen. Letztendlich ist es wirklich nicht anders. Versucht in der Vorlage zu schauen, wo herrscht Licht, wo herrscht Dunkelheit, wo erkennt ihr einen rötlicheren Unterton, wo vielleicht einen kühleren, einen gelblichen und mischt diese Farben an. Wenn ihr schlau wart, habt ihr eh schon größere Häufchen von den jeweiligen Farben angemischt und ihr werdet schnell erkennen, dass ihr viele, die meisten, wenn nicht sogar alle, wiederverwenden könnt. Und sogar wenn ihr die explizite Farbe nicht treffen solltet, wird es trotzdem, wenn die Helligkeit davon stimmt, am Ende gut aussehen. Also macht euch da keinen Stress. Ich würde euch hier erstmal empfehlen, nur das Fleisch um dem Auge, das hört sich so widerlich an, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, zu machen, damit ihr keine komplett neuen Farben für die Pupillen in eure Palette mischen müsst und ihr euch erstmal komplett auf diese Farben konzentrieren könnt. Arbeite hier auch erstmal am einen Auge, bevor ihr zum zweiten rübergeht. Aus dem gleichen Grund wie bei der Nase. Solange die Farbe noch feucht ist, könnt ihr schöne Übergänge erzeugen. Und da das eine Auge im Schatten liegt und das andere im Licht, werdet ihr ohnehin komplett unterschiedliche Farben für beide nutzen. Also bringt es eh nicht wirklich etwas, beide simultan zu machen. Als nächstes mache ich weiter mit dem Rest vom Gesicht, denn die Augen und der Mund brauchen, wie gesagt, andere Farben, die wir noch nicht angemischt haben. Also fange ich erstmal damit an, Schatten einzuzeichnen, die ich noch nicht eingezeichnet habe, wie zum Beispiel hier an der Nase. Versuch auch hier, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich ständig, aber letztendlich ist Malen ein ständiges Wiederholen. Versuch doch hier immer an einer Stelle zu bleiben. Also mach zuerst die linke Wange, dann vielleicht das Kinn oder die rechte Wange, die Stirn. Hauptsache, ihr bleibt einfach an einer Stelle, damit die Übergänge funktionieren und damit es nicht patchy wird. Natürlich, wenn ihr jetzt fertig seid mit der linken Wange zum Beispiel und weiter wandert und später bemerkt, dass es nicht ganz funktioniert, dass da Fehler drin sind, könnt ihr gerne nochmal
nochmal darüber gehen. Also nur weil ihr jetzt das erste Mal damit fertig geworden seid, heißt es nicht, dass ihr jetzt die Finger davon lassen müsst. Aber ihr müsst halt verstehen, dass es dann wieder etwas schwieriger wird. Denn Acrylfarbe ist etwas heller, wenn sie feucht ist. Das heißt, wenn ihr die Farbe versucht genau anzumischen, könnte es sein, dass sie etwas dunkler antrocknet und so entsteht eben dieses Fleckige. Aber wenn ihr diese Flecken nicht einfach plump auftragt, sondern immer die Kanten schön ausfächert, sollte das kein Problem sein. Um die Farbe etwas transparenter zu machen, könnt ihr auf jeden Fall Wasser nutzen. Hier würde ich aber wirklich aufpassen, denn wenn du zu viel Wasser nutzt, kann es die noch feuchte Farbe von der Leinwand abheben und verschieben. Zudem wirkt Acrylfarbe, wenn du viel Farbe einbaust, relativ hell. Aber sobald das Wasser aus der Farbe rausgezogen wird, wird die Farbe sehr dunkel. Das heißt, sie trocknet komplett anders heran, als man es eventuell erwartet oder beabsichtigt. Also passt da besser ein wenig auf, wenn du Farbe nutzt. Ich nutze es tatsächlich selber sehr selten und wenn dann nur, um die Farbe ein bisschen mehr fließen zu lassen. Und falls die Farbe schon fast ausgetrocknet ist auf der Leinwand und ich noch Übergänge machen muss, dann nutze ich auch ein bisschen Wasser, um sie noch mal so ein bisschen anzufeuchten und dann noch so ein bisschen Pep rauszukriegen. Machen wir nun weiter mit den Lippen, denn die Farbe der Lippen, wenn eine Person keinen Lippenstift trägt, liegt der Farbe der Haut am nächsten von allem, was jetzt kommt. Ich male erstmal die Schatten ein und dafür schnappe ich mir natürlich das Rot, sie hat rötliche Lippen, und mische das zusammen mit dem dunklen Braun. Und das trage ich erstmal flächig auf. Also die Oberlippe in diesem Fall ist dunkel, also male ich sie erstmal komplett dunkel. Die Unterlippe ist hell, also male ich sie erstmal komplett hell. Und dann fange ich an, neue Farben zu mischen, aufzutragen und miteinander zu mischen. Tatsächlich ist das Malen von Lippen nicht sehr anders als das Malen von Haut, außer dass ich am Ende eine gewisse Struktur einbaue. Lippen haben ja meistens diese Rillen, also baue ich diese ein, indem ich ein paar vertikale Linien einzeichne, die so ein bisschen den Schwung der Lippe folgen, mit einem Mittelton, und dann werde ich immer ein bisschen heller, weil die Lippen ja ein bisschen glasig sind, ein bisschen feucht, und am Ende haue ich dann ein paar Highlights mit Weiß drauf. So, und das nächste male ich die Haare. Ich mache erstmal einen kompletten Untergrund mit einem dunklen Orange. Das hat keinen wirklichen Grund, weshalb ich das jetzt mache, außer dass die Farben auf meiner Palette langsam austrocknen und ich noch relativ viel Orange über hatte und das gerne für die Haare nutzen möchte, weil das würde ich in den Augen nicht brauchen. Also ja, da müsst ihr auch ein bisschen drauf achten. Schaut, wie eure Farben sich verhalten, dass ihr nicht zu viel verschwendet. Ist ja schade. Mit dem Orange male ich auch die Augenbrauen ungefähr hin. Keine Angst, sobald wir uns an den Augen dran setzen, werden wir die natürlich ein bisschen aufbessern. Und das letzte bisschen Orange, was ich jetzt noch über habe, verbrauche ich jetzt komplett, um einige Schatten und Highlights im Haar einzubauen. Hier würde ich erstmal mit den dunklen Haaren anfangen, denn die liegen meistens etwas weiter hinten. Und die hellen Haare, die bekommen natürlich mehr Sonne ab, deswegen liegen die weiter vorne. Also könnt ihr am Ende diese hellen Strähnen einfach über das Dunkel drüber malen, um so automatisch Tiefe zu generieren. Am Anfang versuche ich, das Haar nicht als einzelne Härchen zu sehen, sondern erstmal als große Blobs, die ich ungefähr schattiere, dessen Fall ich ungefähr dokumentiere mit den verschiedenen Farben. Und das würde ich euch auch empfehlen. Also verschwendet jetzt noch nicht super viel Zeit daran, jedes einzelne Haar einzuzeichnen. So, und jetzt ist mein Orange alle, also machen wir weiter mit den Augen. Ist auch gar nicht so schlecht, denn da die Haare ja nicht wirklich sehr viele Übergänge haben, umso mehr man ins Detail geht, ist es ganz gut, diese erste Schicht von Haaren erstmal trocknen zu lassen, damit man daraufhin schöne, scharfe, neue Linien hinzufügen kann. Bei der zweiten Schicht, mit der Hilfe von einem sehr violetten Grau, füge ich erstmal ein paar Schatten im Augapfel ein und mal die Pupillen aus. Mit einem hellen Blau baue ich nun die Highlights im Auge auf. Und die sind relativ simpel. Ich mache einfach ein Croissant unten in die Pupille, fächere die Farbe ein wenig aus und setze mich jetzt an die Wimpern. Nun, sie
hat relativ helle Wimpern und trägt keine Mascara. Also versucht daran zu denken, wenn ihr sie einzeichnet. Malt einfach eure Wimpern wie sonst auch. Nur nutzt ein fahles Gelb, vielleicht ein helles Grau, aber kein Schwarz. Ihr könnt sogar teilweise komplett weiße Wimpern hinzufügen. Und zu guter Letzt kommen noch die Lichtpunkte ins Auge. Hau dafür relativ viel Farbe auf deinen Pinsel und kleckse es da richtig drauf, damit es schön rund und weiß ist. Und das waren auch schon die Augen. Machen wir nun weiter mit den Augenbrauen. Da haben wir ja schon diese Grundierung hingelegt. Was ich jetzt mache, ist relativ simpel. Bei Buntstiften macht man das ja meistens so, dass man die Hautfarbe aufträgt und dann mit einem farbigen Pinsel die einzelnen Härchen einbaut, um die Augenbraue aufzubauen. In diesem Fall mache ich es genau andersherum. Auf dem Orange drauf male ich mit einem hellen Beige Linien ein, um so Härchen anzudeuten. Machen wir jetzt aber weiter mit den Haaren. Bevor wir damit aber wirklich direkt anfangen können und sie auch fertigstellen können, müssen wir erstmal den Hintergrund ausmalen, denn es gibt ja viele herumschwebende und fliegende Härchen. Und es wäre blöd, wenn wir die wieder komplett übermalen, wenn wir den Hintergrund hinzufügen. Also ja, erstmal ein Hintergrund. Ja, und jetzt machst du genau dort weiter bei den Haaren, wo du auch vorher warst. Ich bin ehrlich, ich kann hier nicht zu viele Tipps geben, denn Haare fallen mir persönlich noch ziemlich schwer, aber wir kennen es mittlerweile auswendig. Ihr könnt immer wieder drüber malen, wenn es blöd aussieht. Also macht einfach, versucht es. Versucht einfach nur nicht zu viel Detail einzubauen. Weniger ist mehr tatsächlich. Versucht keine kompletten Härchen einzuzeichnen, sondern eher mit Schatten und Lichteffekte zu arbeiten. Und vergesst natürlich nicht die Babyhärchen sowie herumwirrende Härchen oben und an der Seite vom Kopf hinzuzufügen. Rote Haare sind ziemlich schwer. Sie und andere helle Haarfarben sowie lockige Haarstrukturen sind meiner Meinung nach mit am schwierigsten. Also wenn ihr es erstmal etwas leichter haben wollt, empfehle ich euch glattes, schwarzes Haar. Das ist das Einfachste. Oder einfach kein Haar. Male kahle Leute. Lange Haare sind auch generell etwas einfacher als kurze. Und zu guter Letzt füge ich mit einem sehr feuchten Pinsel mit sehr wenig Pigment und mit meinem Finger noch ein paar Sommersprossen hinzu. Falls euch das Video geholfen und gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann haut gerne ein paar Vorschläge in die Kommentare. Ich möchte mehr Tutorials machen in mehreren verschiedenen Bereichen. Also gebt mir da gerne einen Leitfaden. Ich weiß auch nicht so ganz, wo ich anfangen soll und wo ich ausholen muss. Aber gut, danke fürs Zuschauen. Schön gesund bleiben, schön kreativ bleiben und man sieht sich bald wieder mit einem neuen Video. Tschüss!